Herzlich willkommen zum Modul 6 zum Thema Videotelefonie zum Online-Lernen und in der Online-Beratung. In diesem Modul werden wir Ihnen folgende Softwarelösungen vorstellen. Das erste hier ist Skype, das doch allgemein recht bekannt sein dürfte. Adobe Connect, die Webinar- oder Videokonferenzsoftware, die wir auch im Rahmen des EB-MOOCs einsetzen, sowie eine weitere Lösung für Videokonferenzen, nämlich Zoom. Skype lässt sich kostenlos für eigentlich jedes Betriebssystem installieren. Ebenso auf Mobilgeräten ist Skype verfügbar. Ein großer Vorteil zum Beispiel bei Skype ist, dass man, bevor man einen Anruf startet, könnte man per Chat anfragen, können wir sprechen? Dann startet man mit einem Klick auf den Anrufknopf, die Verbindung. Hallo Anita, schön dich zu sehen. Hallo David, schön dich zu sehen. Ja, bei Skype, wie ist das eigentlich? Ist das kostenlos verfügbar? Skype ist kostenlos, ja. Und kann man das für Mac, für Windows und so weiter installieren? Skype läuft unter vielen verschiedenen Betriebssystemen und auf verschiedenen Geräten, so auch auf Tablets und auch auf Smartphones. Eine sehr praktische Funktion, insbesondere bei der Online-Beratung, ist die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm freizugeben. Dazu klickt man auf das Plus-Symbol und dann Bildschirmübertragung. Und Anita tut es jetzt mal, bitte. Ja, ich gebe meinen Bildschirm frei. Ich drücke auf das Plus und drücke auf Bildschirmübertragung. Dann warte ich einen kleinen Moment. Jetzt ist mein Bildschirm freigegeben. Und diese Gelegenheit nütze ich, um zum Beispiel die Website des EB-MOOCs zu präsentieren. Adobe Connect gehört zu den professionellen Tools im Bereich Videokonferenzen, wie auch zum Beispiel GoToMeeting oder WebEx. Adobe Connect kostet ein paar hundert Euro im Jahr für die gastgebende Einrichtung. Allerdings ist die Teilnahme in der Regel kostenlos möglich. Der Einstieg erfolgt lediglich über einen Link. In der Regel ist also kein Programm zu installieren. Adobe Connect läuft im Webbrowser. Bei Skype ist es zum Beispiel schon erforderlich, dass man Skype als Programm auf dem eigenen Rechner installiert. Adobe Connect hat wesentlich mehr Funktionen und ist wahrscheinlich auch übersichtlicher als Skype. So hat man hier Textfelder, in die man gemeinsam schreiben kann. Es gibt den begleitenden Textchat und man kann auch sehr gut PowerPoint-Präsentationen zeigen. Dieses Tool eignet sich auch zur Demokratisierung von Bildung, da es neue Zugänge ermöglicht. Es eignet sich auch sehr gut für die Beratung. Man kann nur zu zweit in diesem Raum sein. Es kann aber auch sehr bunt werden, wenn sehr viele Personen aktiv dabei sind. Zoom ist möglicherweise eine sehr gute und preisgünstige Alternative zu Adobe Connect. Es gibt die Möglichkeit, Zoom auch kostenlos zu nutzen, und zwar bis zu 40 Minuten lang mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. So sieht die Anwendung aus, sehr, sehr übersichtlich, man kann hier auch chatten. Ja, hallo Anita, wie war der Einstieg in Zoom? Der Einstieg war für mich sehr einfach. Ich habe einen Link per E-Mail bekommen, auf diesen geklickt und das System hat von alleine gestartet und ich war da. Ja, man kann auch den Bildschirm freigeben. Wie sieht das aus? Und gebe nun meinen Bildschirm frei. Man kann hier zum Beispiel zeigen, wie die Seite von Zoom ausschaut. Über die Bildschirmfreigabefunktion kann man natürlich auch PowerPoint-Präsentationen oder was auch immer zeigen. Andererseits gibt es hier aber auch die Möglichkeit, ein Whiteboard freizugeben. Und dann kann man gemeinsam Brainstorming machen, Ideen sammeln. Oder sich
kreativ betätigen. Lernberatung online hat viele Vorteile und Möglichkeiten. So kann man über die Online-Systeme sofort Links verschicken. Man kann über die Bildschirmfreigabe gemeinsam Websites ansehen oder natürlich auch Lernmaterial. Man kann gegebenenfalls weitere Personen hinzuziehen, Online-Sprechstunden abhalten oder Lernende vernetzen, sodass sie in Peergruppen gemeinsam arbeiten können. Die Verwendung von Webkonferenzsystemen hat viele Vorteile gegenüber dem traditionellen Telefon. In der Bildungsberatung werden diese bereits auch genutzt. Dazu sehen Sie ein Interview mit der Online-Beraterin Anita Stix vom ABZ Austria. Ja, so, herzlich willkommen, Anita Stix hier zum Video-Interview, auch über ein Webkonferenzsystem, das so ähnlich wie Skype funktioniert. Vielleicht können Sie kurz vorstellen, sich selbst und das ABZ. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich bin Bildungsberaterin in Wien und arbeite für ABZ Austria. ABZ Austria ist eine Bildungseinrichtung, die einen Fokus auf Frauen hat. Und das ist auch im Netzwerk so. Das Netzwerk besteht aus unterschiedlichen Partnerinnen. Und wir haben eben den Schwerpunkt Frauen und Wiedereinsteigerinnen im Projekt. Sie bieten seit Sommer 2015 Online-Beratung über Skype an. Genau. Warum haben Sie sich für Skype entschieden? Wir haben uns für Skype deshalb entschieden, weil es einfach ein sehr einfacher Zugang ist. Skype ist kostenlos. Es funktioniert, indem man es einfach runterlädt. Und die Software ist kostenlos, das war einfach eine sehr pragmatische Entscheidung. Wir wollten einen sehr, sehr niederschwelligen Zugang schaffen und eben Menschen die Möglichkeit geben, über Skype Fragen zu Bildung und beruflicher Umorientierung stellen zu können. Wie läuft so eine Skype-Beratung ab? Eine Skype-Beratung läuft so ab, also es ist bei uns, läuft auf unterschiedlichen Wegen ab. Man kann also mal telefonisch anrufen und sich einen Termin vereinbaren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über den Chat eine Anfrage zu stellen. Wir machen dann schon einen Termin aus, weil eben es wichtig ist, dass die Kundin oder der Kunde auch Zeit hat, mit uns ungestört zu skypen. Die Kundin, der Kunde bekommt auch Informationen vorab von uns, was wichtig ist für die Skype-Beratung. Wir haben da einen Fragenkatalog erarbeitet, den wir der Kunden zuschicken, wo auch über die Skype-Datenschutzregeln informiert wird, eben dass im Chat Aufzeichnungen oder mitgelesen werden kann. Das kann man sich auch auf der Website der Bildungsberatung www.bildungsberatung-wien.at anschauen. Ist vielleicht für andere Beraterinnen und Berater interessant, wie wir diesen Fragenkatalog gestaltet haben. Und das kriegt die Kundin vorab, mal per E-Mail oder über den Chat. Und erst dann findet auch das Gespräch statt. Was sind die Besonderheiten so einer Skype-Beratung im Unterschied vielleicht zu einer ganz normaler Beratungssituation in Präsenz? Also für uns ist es ein zusätzliches Tool, also in erster Linie machen wir Face-to-Face-Beratung, aber wir bieten eben die Skype-Beratung an, um eben Menschen, die nicht zu uns kommen können, die Möglichkeit zu geben, sich beraten zu lassen. Also es soll Menschen erreichen, die sich schwer tun mit einem Formulieren eines, oder schwieriger tun mit der Formulierung eines E-Mails oder ja einfach dieses Gefühl der Nähe brauchen. Weil der Vorteil eben von der Skype-Beratung ist, man sieht sich, man kann auch die Gestik, die Mimik mitbekommen von der anderen Person. Das ist ganz sicher ein großer Vorteil. Die Besonderheit ist, man bekommt so irgendwie die Emotion nicht mit. Also es ist eine scheinbare Nähe und es hat viel mehr Erklärungsbedarf. Also wenn ich mich als Beraterin wegbewege vom Bildschirm, dann muss ich das der anderen Person mitteilen. Und das erfordert schon einen anderen Umgang mit dem Gesprächspartner, mit der Gesprächspartnerin.
Aber das Wegbewegen würde ja gesehen werden auch, oder? Warum muss das Wegbewegen jetzt erläutert werden? Wegbewegen an sich ist jetzt nicht das Thema, aber man sieht nicht, was ich dann tue. Also wenn ich jetzt jemanden berate, dann ist es wichtig, dass ich auch anders vorbereitet bin, dass ich vielleicht meine Unterlagen griffbereit habe. In einer Face-to-Face-Beratung kann die Person mitverfolgen, wo ich hingehe, was ich tue. Das ist der große Unterschied. Auch die Nebengeräusche werden ganz anders wahrgenommen. Also wenn ich nebenbei Handyläuten habe, dann kann die Person, die ich berate, das oft nicht eruieren, was das jetzt ist. Also das sind Besonderheiten, auf die ich aufpassen muss in der Beratung. Gut, wie sehen Sie die Herausforderungen und die Zukunft von solchen Beratungsszenarien? Also die Herausforderungen sind die, dass die Menschen zu erreichen natürlich, also Menschen, die sehr wenig Zeit haben, denken höchstwahrscheinlich auch gar nicht daran, dass es die Möglichkeit gibt, jetzt über Skype oder über Videotelefonie sich beraten zu lassen. Also ich muss sie über vielleicht auch andere Kanäle erreichen oder wir versuchen über die Online-Kanäle Kommunikations- oder Kontaktwege zu finden. Also ich glaube, dass es ein Medium der Zukunft ist, eben gerade deshalb, weil wir in einer Zeit leben, wo also Zeit immer knapper wird. Die Menschen haben sich mit unterschiedlichsten Dingen beschäftigt. Und man sieht es ja auch in der Wirtschaft, dass Videotelefonie schon eigentlich ganz normal ist. Also die Leute, gerade vor allem internationale Firmen, nutzen es für Besprechungen. Es ist halt einfacher und auch kostengünstiger, sich per Videotelefonie auszutauschen, als sich jeweils an einem Ort zu treffen. Man braucht Hotels und Flugtickets. Ebenso, ich sehe das, die Tendenz auch in der Bildungsberatung, dass vor allem in der zunehmenden sag mal, Globalisierung der Gesellschaft, wir auch in anderen Ländern studieren, das ist eh schon gang und gäbe, die Menschen über Skype-Beratung sich informieren, über Ausbildungen an österreichischen Universitäten und so einfach zu aktuelleren Infos bekommen als vielleicht in ihrem eigenen Land. Super. Also ich wünsche weiterhin viel Erfolg für diese Form der Beratung. Und ja, man hat gesehen auch daran, dass das sinnvoll ist, dieses Format. Wir haben uns jetzt nicht treffen müssen, sondern konnten dieses Video-Interview online führen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung.